Seh da, lass uns hinein. Es ist ungefährlich, komm heraus. Öffne die Tür, Seh da. Der weibliche Dagon schnuppert in der Luft und wirbelt zwischend herum Überlebende. Okay, noch ein Trupp Nervensägen. How may I help? Okay, Palegina, heil dich mal. Alof hat langsam auch nichts mehr. So. Okay. Hey. Es ist schön, wenn sie sich in einer Reihenfolge anstellen. Kann er. Das ist böse. Das war wirklich böse. Oh. Fürst Walds letzter Wille. Auf einem Stück, schmutzigen Stück Sacklein wurde ein letzter Wille und Testament sorgfältig formuliert. Eine Auflösung von Fürst Walters verschiedenen Titeln und Besitztümern folgt dieser Text. Sollte kein Mitglied meiner Familie überleben, ist es mein Wille, dass mein Reichtum und Besitz an die Schmelztiegelritter geht. Meine Ehefrau und meine Kinder sollen zusammen mit mir bei unserem Vorfahren im Walters Familiengrab beigesetzt werden. Zur rechten Hand von Duk Hadred unterzeichnet Valerio Walters, fünfter Fürst des Hauses Walters. Hm. So, alte Speisekammer, auch wenn das Bier vielleicht nicht mehr unbedingt trinkbar ist. Nice and quiet. I suppose it can't be helped. There you go. Noch eine Armbrust, die nicht gut ist. Eine Netzschriftrolle. Schlüssel zu Walters Herrenhaus. Ja, damit können wir die Tür aufschließen, ohne sie knacken zu müssen. Brief an Walters Hausmeister. Dies ist eine an das Hausgesinde gerichtete Notiz. Bitte sie zu, dass das Familienmausoleum gekehrt und der Marmor poliert wird. Der Schlüssel hängt wie immer in der Küche beim Ofen. Immer schwarz-weiße Katze. Diese Katze ist dank ihrer scharfen Augen ein hervorragender Mäusejäger. Sie huscht oft plötzlich vor davon und jagt auf kleine Beute zu machen. Hm. Hinter der Karte scheint ein fahles Licht hervor. Ein grobes Loch führt ins Freie. Als ob sich jemand durchgegraben hat. Das heißt, wen auch immer sie hier drin belagert haben, ist nicht das Skelett hier. So,
So, das heißt, der Schlüssel hängt in der Küche. Die Küche müsste doch das hier sein. Lean low. Die scheint ja im Brief erwähnte Haken zu sein, aber der Schlüssel zum Mausoleum fehlt. Vielleicht ist es jetzt offen. Das heißt, wir gehen mal hingucken. Tagebucheintrag aktualisiert. Sicherer Hafen. Oh, das ist eine neue Quest. Ich bin in einer Villa in Herpügel auf eine bizarre Szene gestoßen. Drei Gargoyles standen vor einer Tür und ruft nach jemandem namens Seda. Ich bin in einer Villa auf eine Gruppe Gargoyles gestoßen, die gegen eine verschlossene Tür hämmerten und jemanden namens Seda riefen. Sedas Vater hat ein Testament hinterlassen, in dem er verfügt, dass er und seine Familie im Mausoleum der Familie Walters begraben werden sollen. Rechter Hand des Dux Hadret. Ich habe einen Brief gefunden, der die Gärtner anwies, das Mausoleum der Familie zu reinigen. Der Schlüssel wird über dem Herd in der Küche aufbewahrt. Ich habe den Haken gefunden, an dem der Schlüssel hängen sollte, doch er war nicht dort. Vermutlich hat ihn schon jemand an sich genommen. Es gibt eine kleine Öffnung nach draußen. Jemand muss einen Teil der Wand herausgeschlagen haben. Wohin dieser jemand gegangen ist, ist eine andere Frage. Die Hinweise, die ich in der Villa der Familie Walters gefunden habe, weist darauf hin, dass Seda aus dem Haus geflohen ist und sich im Mausoleum der Familie versteckt hat. Keep an eye out. Ja, dann gehen wir da jetzt mal rein. Ja, es ist sogar offen. I'm here. Hallo Seda, wir tun dir nichts. Ein kleines Mädchen kaut im Hinterteil des Grabes. Ihr Gesicht ist dreckverschmiert und selbst in den Schatten siehst du, dass sie viel zu dünn ist. Sie beobachtet dich mit angehaltenem Atem. Es ist alles gut, du bist in Sicherheit. Sie kommt langsam in den Schein der Kerzen. Ihre Kleider sind nur noch schmutzige Fetzen, aber der zerrissene und fleckige Stoff sieht wie bestickte Seide. Sieht aus wie bestickte Seide. Du musst leise sein. Lärm lockt die hungrigen Leute an. Wenn sie Angst vor hungrigen Leuten hat, sollte ich vielleicht lieber gehen. Ich heiße Seda. Versteckst du dich auch vor ihnen? Sie beobachtet den Eingang mit weit geöffneten, vorsichtigen Augen. Wer sind diese hungrigen Leute? Sie flüstert und ihre Augen sind rot vor Schrecken. Die da draußen. Sie schlafen nicht und sterben nicht, aber sie essen. Sag mir, was mit dir geschehen ist. Sie blickt abwesend in die Ferne, ihre Beine fangen an zu zittern. Sei stark, denk daran, wie all das angefangen hat. Du hast Angst und warst so lange hier gefangen, aber versuch dich zu erinnern, was davor geschehen ist. Sie atmet tief ein und starrt auf den Steinboden. Es gab einen gewaltigen Lärm und ein Licht am Himmel. Jeder dachte, es wäre ein Gewitter, aber dann fingen die Leute an aufzuwachen, nachdem sie gestorben waren, meinte ich. Sie wringt ihre zerfetzten Ärmel. Mutter und Vater und Emilio haben die Tür zugenagelt, aber die hungrigen Leute haben unser Haus gefunden. Sie fingert immer nervös an ihren Kleidern herum. Sie haben gekämpft, aber die hungrigen Leute standen immer wieder auf. Sie brachen durch die Tür und Mutter sagte, ich solle mich verstecken. Also habe ich mich hier versteckt, aber die Tür klemmte und ich wusste nicht, wann es draußen wieder sicher ist. Wo ist deine Familie? Im Haus. Mutter hat gesagt, ich soll mich verstecken und niemanden einlassen. Da habe ich viel Lärm gehört. Sie haben gekämpft und geschrien und ihre Augen werden glasig. Und dann sagte Mutter, ich solle die Türe wieder öffnen. Aber sie klang nicht wie sie. Du bist Seda? Ich habe in einem Haus einige Darkguls gesehen. Die Augen des Mädchens weiten sich. Du hast Mutter und Vater gesehen und Emilio. Wie bist du entkommen?
Ich habe sie getötet, ich hatte keine Wahl. Sie haben mich nicht gesehen, ich war ganz leise. Das sind nicht mehr deine Eltern. Sorgen wir uns jetzt nicht darum. Wir müssen dich erst einmal hier wegbringen. Sie spielt an einem Daumennagel und herum beobachtet dich. Sie nickt langsam. Du musst hier weg. Ist es sicher? Sind die hungrigen Leute da draußen? Es ist immer noch gefährlich, aber der Weg zum Haupttor sollte frei sein. Lauf. Ich lasse mich nicht fangen, versprochen. Ja, sicherer Hafen aufgeschlossen. Ich habe ein Mädchen gefunden, das sich in einem Grab versteckt hier. Das muss Seda sein, das Mädchen, das vor den Darghuls in der Villa geflohen ist. Was wohl in dem Haus mit ihr geschehen ist? Ich habe Seda aus dem Bezirk geschickt. Sie konnte nicht mehr länger in dem Grab bleiben und der Weg zurück war sicher. Quietly now. So, hier scheint nicht. Okay. Skarabäus. Ja, den nehmen wir doch gerne. Was trägt Palegina eigentlich? Die trägt schon was Gutes um den Hals. Okay. Damit kann ich einmal pro Ruhephase Käfer holen. Not a sound. So, das heißt, wir kümmern uns noch um das letzte Haus. Dann rasten wir mal. Und dann geht es in den Turm hinein. Wobei, bevor wir dann in den Turm gehen... werden wir kurz nach draußen gucken, um zu gucken, ob das Mädchen rausgekommen ist. Ja, Ikanta. Ein paar Pilze. Hier sieht es eigentlich relativ ordentlich aus. Diese entsorgten Kartoffeln sind voller feuchter, überregender Druckstellen. Diese alten Brotlaibe sind hart wie Stein. Yes. Eine Frau beugt sich über einen lodernden Kamin und wirft ein zersplittertes Stuhlbein in die Flammen. Als du dich näherst, bemerkst du etwas Unnatürliches an ihr. Ihre Haut ist seltsam blass und ihrem Fleisch bewegt sich nichts, obwohl ihre Arme geschickte, effiziente Bewegungen ausführen. Und dann siehst du das runzlige Fleisch über ihrem Herzen, zerklüftet und blutleer. Hallo fliegt die Vampire misstrauisch an. Ich hoffe inständig, dass du sie nicht bitten willst, sich uns anzuschließen. It's rude to stare, you know. Don't worry. I've no mind to start anything with you. After all, I've stayed in such good shape by choosing my meals carefully. Es ist unhöflich, andere anzustarren. Keine Sorge, ich habe nicht vor, mich mit dir anzulegen. Schließlich bin ich nur deshalb so gut erhalten, weil ich meine Mahlzeiten sorgfältig auswähle. Sie lacht leise. Wer bist du? A survivor. By the grace of my own careful preparations. When I heard the claws scrabbling at the door outside, I took care of matters myself. And since then, I've been careful to keep myself fresh and fed. Sie lacht wohl. Ich habe überlebt, weil ich mich sorgfältig gerüstet habe. Sie fährt mit einem Finger über das zerfurchte Loch in ihrer Brust. Als ich die Klauen vor der Tür habe kratzen hören, habe ich die Dinge selbst in die Hand genommen. Und seitdem sorge ich gewissenhaft dafür, dass ich frisch und genährt bin. Weißt du, was hier geschehen ist? An incredible act of animancy. Of a magnitude this part of the world likely hasn't seen since Anguithan times. Someone found something very powerful and ancient. And I'd bet my own preserved life it wasn't Aldhelm or his lovely assistant. Ein unglaublicher Akt der Beseelung von einer Größe und Bedeutung, wie sie dieser Teil der Welt seit irgendwie teilischen Zeit nicht gesehen hat. Ihre toten Augen glänzen fasziniert. Jemand hat etwas Mächtiges und Uraltes gefunden. Und ich wette mein eigenes konserviertes Leben, dass es nicht Adam oder sein bezaubernder Assistent waren.
Sag mir, was du über diesen Artem weißt. Sein Name ist es kaum wert, wiederholt zu werden. Er ist ein Narr, der gerne hübsche Artefakte ausbuddelte und sich einen Gelehrten schimpfte. Das Traurige an der Beseelung heutzutage ist, dass wirklich jeder von sich behaupten kann, ein Fachmann zu sein. Ich verstehe immer noch nicht, warum dieser Bezirk voller wandelnder Leichen ist.